Ja, moin moin und servus, hier ist wieder Danny. Wir sind bei unserem nächsten Beer Academy Video hier am Start mit dem Thema Bockbier. Und zwar bei dem Bockbier handelt es sich um ein Starkbier, das normalerweise ungefähr 16% Stammwürzegehalt in sich trägt. Das ist dann so roundabout zwischen 6 und 8% Alkohol. Kommt immer ein bisschen darauf an, was für eine Hefe man benutzt. Und ich erzähle euch erstmal ein bisschen was über die Geschichte des Bockbieres, denn es ist so, es kommt nicht, wie viele vielleicht denken, von einem Ziegenbock oder ähnliches. Dieses Tier wird ja auch gerne auf Labels sehr oft verwendet, sondern es ist tatsächlich so, dass die niedersächsische Stadt Einbeek der Namensgeber des Bockbieres ist. Und zwar war es so, dass so um 1500 rum in dieser Stadt Einbeek, da gab es zwar gerade mal 700 oder 800 Einwohner, aber jeder von denen hatte tatsächlich das Braurecht inne. Deswegen ist es dazu gekommen, dass sie dann eben diesen ganzen Überschuss dann eben auch verkauft haben. Und das musste dann natürlich dann auch in andere Städte verschifft werden, dieses Bier. Und deswegen hat man es ein bisschen stärker eingebraut, um es dann eben bis zum Beispiel dann auch nach München zu bekommen. München wurde dann 1592 auch das Hofbräuhaus errichtet und die waren große Abnehmer dieses Einbeckschen Biers. Aber was macht man, ne, um dann ein bisschen Transportkosten zu sparen? Man holt sich natürlich einfach mal einen Braumeister. Und deswegen wurde 1614 dann Elias Pichler dann geholt und der durfte dann im Hofbräuhaus das Einbeckschen Bier brauen. Und mit der Zeit wurde dieser Name dann ein bisschen verballhornt. Und da wurde aus Einbeckschen Bier ein Bier vom Einbock, wurde dann ganz eben dann dieses Einbockbier draus gemacht. Also kommt es eigentlich viel mehr dann eben von der Stadt Einbeck, der Name. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Böcke. Es gibt zum Beispiel Maibock, das ist meistens ein heller Bock. Dann gibt es dunkle Doppelböcke, da habe ich jetzt hier auch dann einen Vertreter dabei. Es gibt aber auch noch Weizenböcke oder zum Beispiel auch den Eisbock, bei dem man zum Beispiel auch das Bier nimmt, einfriert und quasi die Essenz des Bieres dann daraus trinkt. Das ist übrigens deswegen entstanden, weil irgend so ein Stift von der Brauerei draußen mal ein Fass dann stehen gelassen hat und das musste dann, ist über die Nacht gefroren und musste am nächsten Tag dann angestochen werden, beziehungsweise der Brauereiherr hat ihn dazu gezwungen, es anzustechen und der Stift hat es dann schön angestochen, das Fass, und er fand es dann natürlich dann ziemlich lecker, weil eben die ganzen Wasserkristalle gefroren sind und nur die Essenz des Bieres dann rauskam. Diese Biere haben dann auch meistens mehr Prozente, so 10-12% oder ähnliches. So, dann kommen wir jetzt mal hier zu einem typischen Doppelbockvertreter hier von der Weltenburger Brauerei. Übrigens der Gewinner des European Beer Stars im letzten Jahr. Und ja, das ist, man sieht es schon eben, den dunklen Doppelbock, eine schöne dunkle Farbe, ein bisschen rubinroten Stich dann auch. Und jetzt kommen wir dann auch mal zu dem Duft. Und da riecht man dann so, es ist ja so, Bockbier, das sind eben typisch malzige Biere, ne? Der Hopfen spielt ja nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Und man riecht einen wunderschönen Duft von ein bisschen Karamell. Da kommen ein bisschen die dunklen roten Früchte wie Kirsche oder Johannisbeere durch. Auch so ein bisschen was Brotiges. Hat ein ganz, ganz schönes Bouquet. Und dann sage ich mal Prost, Prost. Ja, da merkt man auch direkt diesen kräftigen Geschmack dann auch. Ist schön ausgewogen. Es kommt keine alkoholische Note dann auch rüber. Trotz der, da muss ich mal kurz spicken, 6,9%, was wir hier drin haben, merkt man eigentlich so gut wie gar nicht. Man hat eine leichte Malzbittere dann auch in dem Bier. Macht es aber zu einem wunderschönen Vertreter, den man dann auch mal schön in der Winterzeit eben genießen kann. Ich hoffe, ihr habt Bock auf Bock bekommen. Und schaltet dann das nächste Mal wieder ein. Und wenn du ein richtiger Craft Beer Dude bist, abonnierst du jetzt den Kanal da unten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. ISO-Alpha-Säure auf 1 Liter Bier hat. Und insofern